Hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Ich sitze schon im Auto, ich bin auf dem Sprung. Ich hole Fung vom Flughafen ab in Hamburg. Dann düsen wir weiter zu Hobby, treffen uns dort beim Hotel mit Tobi. Und was wir dann diese zwei Tage jetzt bei Hobby erleben, was wir dort filmen werden hinter den Kulissen, das alles in diesem Video. Ich muss jetzt los, ich bin spät dran. Ah, da ist er ja. Moin! Moin! Kleine Nei damit! Wow. Welcome in Hamburg! Oh, so. Servus! Moin! Hey! Tobi! Ja, was geht ab? Goldene Möwe! Was geht ab? Alle drei zusammen! So, da sind wir! In Eckernförde! Beim Edeka! Einkaufen! Genau! Was ist mit dir los? Was ist bei euch los? Es ist Sommer! Was? Es regnet und er hat eine kurze Hose an hier. Sommer. Wir sind angekommen zwischen den Feldern an der Mühle. Ja, richtig idyllisch hier, total ruhig. Man hört fast nichts. Ja, wir gucken mal. Jetzt werden wir erstmal unser Zimmer beziehen und dann werden wir weitersehen, was hier heute noch geht. Wir müssen nur noch an der Performance arbeiten, weil hier gerade wegen dem 04er Bier reklamiert wird. Ich bin asiatisch, vertrag nicht so viel. Wir kommen, Prost. Wir kommen Prost. Da gleich rüber, ne? Prost! Prost! Haus für uns, ne? Ja, nice! Hey! Hey! Zimmer 9, gell? So, eingecheckt. Wir haben unsere Zimmer bekommen und wir sind total begeistert. Das ist ein komplettes Gästehaus mit 4 einzelnen Zimmern und 3 davon belegen wir und 1 ist frei. Wir haben das ganze Haus für uns. Mal gucken, was hier heute Abend für eine Party steigt. So, schnell frisch gemacht und auf geht's. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Campingplatz, wo morgen das Shooting stattfindet und treffen uns schon mal mit denen, wollen da noch was essen im Restaurant. Ja, und wir fahren, glaube ich, bei Tobi mit, oder? Jawohl. Okay. Ich da vorne sitzen. Im Sporty-Wagen hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt wird erstmal schön gefrühstückt und dann geht's auch schon bald los ins Hobby-Wohnwagenwerk. Mal gucken, ich glaube, Tobi ist schon da. Moin. Moin. Wir sind angekommen beim Hobby-Wohnwagenwerk und suchen jetzt erstmal unseren Frank, damit er uns mit reinnimmt. Wir brauchen wahrscheinlich Besucherausweise und dann werden wir mal uns das Werk zeigen lassen. Hey Team Camp, ja okay, dann los. Hey Team Camper Camp, was geht ab? Wir sind heute hier unterwegs im Hobby Wohnwagenwerk in Forkberg und machen mit euch eine exklusive Führung durch das Hobby Wohnwagenwerk und schauen uns mal die Produktion an, sowohl bei den Wohnmobilen als auch bei den Wohnwagen. Und später fahren wir dann nach Eckernförde ans Meer und gucken, wie die Jungs vor Ort produzieren. Ich würde sagen, Intro rein, auf geht's, Fung und René, let's go. Was für ein Intro. Also die Straße, die in der Mitte ist hier, ne? Die ihr hier seht, das ist die sogenannte Harald-Strejewski-Straße. Die hat die Gemeinde Forkberg nach unserem Gründer benannt und die teilt quasi das Werksgelände aktuell in eine Wohnwagenproduktion und eine Reisemobilproduktion. Nach einem kurzen Kaffee haben wir jetzt von Frank, dem Marketingchef hier, so eine kleine Übersicht von oben bekommen über das Werk, zumindest über einen kleinen Teil des Werks. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg und jetzt bekommt ihr endlich mal was zu sehen. Und wir starten im Sägewerk. Nach dem Vorfertigungsbereich. Wir müssen mal gucken, wann eine Platte läuft. Wir laufen hier automatisch durch, wird alles zugesägt, gedreht, die Bügel kommt rein, die Verbinder, die man da unten dann sieht, das ist der Verbinderzone, diese
Ihr seht das? Ja. Das ist ja alles automatisch in reingezogen. Gerne beiden rein, Kurve raus. Ihr habt gefragt, was mit den ganzen Resten passiert. Die ganzen Holzabfälle und Sägespäne kommen hier in unseren sogenannten Schweneturm. Das ist ein internes Kraftwerk, wo wir einen Großteil unserer Wärme für das ganze Werk selbst produzieren. So, das war der ganz kurze Rundgang durch das hauseigene Sägewerk, wo alles selber hergestellt wird. Und jetzt erklärt Frank hier gerade, dass die gesamten restlichen Sägespäne und alles, was an Abfall hier dann bei rauskommt, selber noch verwertet wird und wieder zur Wärmerückgewinnung genutzt wird. Das heißt Energie. Also sie nutzen quasi ihren Abfall für die eigene Energie. Ziemlich cool. Wird sich auf 35 mm. Hier kommt der Styropor rein. Ja. Die Seitenwand wird ja in so einem Sandwich-Verfahren gemacht. Fertiges Styropor, was angeliefert ist, wird hier geschnitten. Und mit Wasser. Mit einem Wasserstrahl. Das ist ein sehr sauberes Verfahren. Trotzdem ist es sehr laut und wir haben irgendwo eine Kammer drumherum gebaut. Der Abfall, das was wir nicht verwerten können, wird gepresst und geht zurück zum Lieferanten und wird zu neuen Styroporplatten verarbeitet. Hier wird jetzt eine Seitenwand gemacht, wir kommen genau richtig. Das Außenblech, eine Seite liegt schon und jetzt wird quasi der Innenteil gerade aufgebaut. Das ist lasergestützt, das heißt die Kollegen am Band haben einfach mit Lasermarkierung, wo jetzt Holz, Styropor, Verbindungsteile hin müssen. Und jetzt könnt ihr mal zugucken, wie eine Seitenwand entsteht. Was wir jetzt hier sehen, ist die Außenwand von unserem kleinsten Wohnwagen, dem 390 SF. Eine Sandwich-Bauweise. Die Außenhaut ist jetzt gelegt, der Kleber ist gerade rübergefahren. Und unsere Kollegen bereiten jetzt quasi das Innenleben des Sandwiches vor. Wow, das war schon mal richtig interessant da drüben in dem Werk. Konnten komplett zugucken, wie da mehrere Seitenwände gebaut werden und wie auch selbst das Styropor, die ganzen Abfälle, wieder zusammengepresst werden und auch wiederverwendet werden. Die werden zurückgeschickt und da werden dann wieder neue Styroporteile draus gemacht. Also insgesamt total interessant und das kann man gar nicht alles filmen, was wir da alles gesehen haben. Wahnsinn. Und jetzt sind wir hier beim Hobby-Ausbildungszentrum. Die bilden nämlich auch selber aus und da dürfen wir jetzt auch mal reingucken. Nummer 5, Original Nummer 5, der gebaut wurde. Das ist der fünfte Karawan, der hier nach Hobby gebaut wurde. Also einer der ersten. Die Außenhaut ist noch das Original. Im Drinnen wurde alles restauriert. Auch eine Arbeit unserer Azubis. Jetzt reingerollt und wird jetzt in ins Band geschoben auf Position 1. Guck mal, der wurde gerade reingerollt, das haben wir noch gerade gesehen. Das ist jetzt keine 30 Sekunden her, steht die Küche und die ganze Verkabelung und über der Lüfter, der Heizung, der Klima, der ist eingebaut. Wir sind jetzt hier an der Station 2, 3, 4, 5 oder an Station 6. Ja. Jetzt sieht er schon wie im Wohnwagen aus. Das geht natürlich nicht. Jetzt ist das Dach hinein, auch so weit vorbereitet, dass die Schrauben schon alles fertig sind. Und wird mit dem Saugnapf rübergehoben und wird an der Station wird quasi der Buddy mit dem Dach verheiratet. Echt super interessant hier, oder? Mega. Das ist die gesamte Baustraße sozusagen, könnte man sagen. Produktionsstraße. Die laufen hier auf Ketten an so einem Fließband immer so Millimeter für Millimeter weiter, dauerhaft, bis die dann hinten am Ende raus sind und fertig sind. Ne? Die Kette gibt quasi das Tempo vor. Man hat keine Chance, da rauszukommen. Es läuft ein Tempo. Ja. Die Jungs müssen Gas geben. Aber ist geil hier. Ja. So, das ist das Ende vom Band. Nachdem die Arbeiten von unten erledigt wurden, ist hier die Wärmestation. Qualitätscheck. Ihr seht hier anderes Licht. Es ist ein bisschen heller, wir tragen sich daran empfunden. Hier wird jetzt immer alles durchgecheckt, auch im Band. Alles nach Plan gelaufen ist. Wenn es was sein sollte, werden die markiert. Darf man aber in der Regel für die letzte Qualitätskontrolle. Das war jetzt die gesamte Produktionsstraße vom Rohbau, vom Chassis-Prinzip bis zum fertigen Wohnwagen. Und in 285 Minuten ungefähr ist vom Chassis, vom Rohbau, von nichts sozusagen am Ende ein komplett
fertiger Wohnwagen da. Tada! Ein niegelnagelneuer 460er. Das ist die neue. Und das ist jetzt die Halle, wo unsere Beaches gefertigt werden und der Maxia Van. Das heißt, in der Halle laufen quasi zwei Bänder entgegengesetzt. Hier geht es halt los mit dem Beachy. Und wir sind quasi gleichzeitig am Ende vom Maxia Van. Kommen hier halt rein. Ja, wir kommen aus der Feuerwehrzinkerei in Rendsburg, unser eigener Chassisbauer. Dann haben wir die Bodenplatte und dann wird das Ganze mit dem Fahrwerk zusammengeschraubt in der ersten Station. Und hier sieht man dann die Unterseite vom Beachy und in Station 3 rein wird das Ganze gekippt und hier erfolgt der Aufbau der ersten Möbel im Grunde. Die Verlegung von Kabeln, Elektrik, die Küchenelemente. In der nächsten Station, unten wenn du einmal guckst, René, die Schieber, damit werden die immer einen weitergeschoben im Band. Mhm. Und hier in der Station werden Seitenwände und Rückwände und Front dann montiert. Wenn wir hier schon sehen, dass plötzlich Hängeschränke drin sind, die Schrankelemente, der Kleiderschrank drin ist. Und dann geht's immer da lang. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal anders. So, hier in der Halle, wo die Vans sind, sind vorne ja die Beachies und jetzt sind wir genau auf der anderen Seite und hier ist quasi der Anfang der Vans, wie die verarbeitet werden. Hier werden die Schablonen drauf gemacht, wo später dann ausgeschnitten wird, damit Fenster reinkommen etc. Und danach geht es dann weiter mit den nächsten Schritten, wo die Fenster ausgeschnitten werden und dann auch der Innenausbau kommt. Super interessant, wie unterschiedlich das ist zwischen der Wohnwagenherstellung und der Vanherstellung. Hier ist alles manuell, hier wird alles von Handarbeit gemacht. Da vorne kommen die Vans rein und wenn die dann hier einmal komplett durchgelaufen sind, dann ist mit Handarbeit oder fast Handarbeit hinten komplett alles fertig. Also der gesamte Innenausbau. Und das ist natürlich bei den Wohnwagen ein bisschen anders. Da sind viel mehr Maschinen und da ist es laut. Hier ist es gerade ziemlich still, weil wir gerade die Mittagspause erwischt haben, was natürlich auch gut ist fürs Filmen jetzt. Ja, super, super interessant. Kann man gar nicht alles irgendwie auf Film bringen, was man hier alles sieht. Gehen wir hier gerade durch die Halle, wo komplett das gesamte Chassis selbst gemacht wird. Also hier kommt das Metall rein und am Ende ist das Chassis fertig und wird dann nur noch in die Feuerverzinkerei gebracht. Also selbst die Fahrgestelle werden komplett von Hobby hergestellt. Ist das hier noch gezählt? So, nach dem extrem anstrengenden Vormittag dürfen wir uns jetzt auch mal hier schön hinflitzen. Und dann wird gleich gegessen, ne? Auf jeden Fall, lecker. Currywurst, ja, habe ich schon gesagt. Ja, Currywurst oder irgendwie sowas. Dann gehen wir jetzt hier gleich in das, wie heißt das? Endstation-Kantine. die Produktion hier bei Hobby. Dann schaut mal bei unserem Kanal vorbei, Camper Camp. Da machen wir eine schöne Doku und zeigen euch mal, wie das alles hier funktioniert. So, die Currywurst war lecker. Und was war das für ein Erlebnis? Wir sind jetzt den ganzen Vormittag bei Hobby im Wohnwagenwerk gewesen und im Wohnmobilwerk. Und wir haben uns so viel angeguckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick vermitteln, was wir da alles gesehen haben. Es ist einfach der Wahnsinn. Also das kann man, glaube ich, gar nicht alles einfangen. Es ist so viel und unsere Akkus sind jetzt auch schon fast leer. Und deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Und wir machen aber jetzt hier weiter mit dem nächsten Video. Kurz Akkus aufladen und dann starte ich mit dem Video, wie hier die Indoor- und die Outdoor-Shootings gemacht werden mit den neuen Modellen. Und das wird dann ein komplett neues Video für euch. Und da zeigen wir euch dann jetzt die Fotohalle, wo wir hinfahren, wo Indoor geshootet wird. Und danach fahren wir zu dem Campingplatz, wo wir gestern Abend schon gewesen sind. Und da werden die 2024er Modelle draußen am Strand geshootet. Wir hoffen, dass bis nachher das Wetter noch ein bisschen besser ist. Es soll auflockern und da hinten wird es auch schon heller. Das werden bestimmt richtig coole Bilder. Hoffentlich. Mal abwarten. Seid beim nächsten Mal mit dabei und dann zeigen wir euch, wie die Fotos und Videos der neuen Modelle entstehen. Auch hinter den Kulissen gefilmt. Also, wir werden uns jetzt ins Auto packen, fahren Richtung Fotohalle, danach kurz zum Hotel und dann machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.